Heute geht es um Eigenschaften. Nicht um meine, schon gar nicht um meine schlechten, sondern um die Eigenschaften von Objekten, die wir in Klassen definieren können. Und da können wir grundsätzlich bei Swift unterscheiden zwischen Stored-Eigenschaften, gespeicherten Eigenschaften und errechneten Eigenschaften, also um Computed und Stored Properties. Stored Properties haben wir schon gesehen, das ist auch ganz intuitiv. Ich habe hier ein einfaches Beispiel, einen Kreis, ein Struct-Kreis mit einer Stored Property Radius vom Typ Double. Und da kann ich jetzt mal so einen Kreis erzeugen. New, schlechte Angewohnheit. Ich bin ja ganz froh, dass ich das New nicht mehr brauche, wie beispielsweise in Java, sondern halt einfach nur den Initializer so aufrufen kann. Und dass er mal auch für die Stored Properties hier Vorschläge oder was es Vorschläge den Namen angibt, so dass ich dahinter einfach einen Wert angeben kann. Und zwar sage ich jetzt mal, der Radius soll 1 sein hier für meinen Kreis. Und dann kann ich mal gucken, kann diese Stored Property abfragen, was steht denn drin beim Radius. Und tatsächlich hat er eine Zuweisung gemacht. Ah, Entschuldigung. Ah. Müssen wir rausschneiden. Ja, also die Zuweisung hat stattgefunden. Wir haben ja hier ein Struct, da ist das so einfach und ich kann auf die Eigenschaft zugreifen. Ich kann diese Eigenschaft auch verändern und kann sagen, der Radius ist jetzt 2 und kann nachgucken, was denn dann drin steht nach der Änderung und sehe, wir haben die gespeicherte Eigenschaft verändert. Da steht jetzt 2 drin. Also wir können Zuweisungen machen und wir können das Ganze auslesen. Ja, außer den gespeicherten Eigenschaften gibt es bei Swift auch errechnete Eigenschaften. Das sind Eigenschaften, die es nicht in Wirklichkeit gibt, sondern nur virtuelle Eigenschaften. Zum Beispiel hat dieser Kreis mit dem Radius 1 jetzt die Eigenschaft, dass er einen bestimmten Umfang hat. Und den Umfang möchte ich vielleicht auslesen. Den könnte ich jetzt natürlich auch hier oben angeben und könnte auch sagen, war Radius, Umfang. Aber dann besteht die Gefahr, dass die nie zusammenpassen, dass der Radius nicht zum Umfang passt, sondern eigentlich errechnet sich ja der Umfang aus dem Radius. Und deswegen machen wir da auch eine Stored Property draus. Also, ich lege eine Property an. Das sieht zunächst mal ganz genauso aus wie bei der Stored Property für eine errechnete Property, aber jetzt mache ich dahinter eine mit der geschweiften Klammer einen Block und hier rein kann ich jetzt, wie vielleicht bei anderen Programmiersprachen, bei meinem Getter einfach Code reinschreiben, der die Eigenschaft, den Wert dieser Eigenschaft errechnet und zurückgibt. Der Umfang, das müsste 2 mal Pi 3,14 und dann verließen sie mich mal Radius sein. So. Und jetzt habe ich eine zusätzliche Eigenschaft und die Eigenschaft kann ich hoffentlich auch abfragen. Ich kriege schon angeboten. Umfang. Jetzt gucke ich mal, wie groß ist denn der Umfang? 12 kann das sein. Radius ist 2, 2 mal 2 ist 4, 4 mal 3 kommt hin, müsste so stimmen. Wir wollen es aber noch ein bisschen genauer machen, das ist ein bisschen ungenau. Ich brauche da Pi und Pi gibt es als Konstante. Dazu importiere ich mir Foundation und dann müsste es hier, ich habe es gerade schon gesehen, MP geben. Und MP, ja, das ist doch schon wesentlich besser, 3,141 und so weiter. Das ist ein bisschen hässlich, das sieht so stark noch nach Objective-C aus. Wir machen das mal ein bisschen mehr Swift-like, also eine Konstante. Und wir können ja bei Swift alle möglichen Zeichen verwenden für Variablen oder für Bezeichner. Und das mache ich jetzt auch mal, ich benutze hier Pi. Pi bekommt ihr über Alt P, also Option oder Alt P und dann bekommt ihr das Pi-Zeichen und dann können wir das hier unten natürlich auch verwenden. Und jetzt möchte ich mal schauen, ja, müsste sich leicht geändert haben
Und wir sind hier ein bisschen genauer. Ja, kann ich, wenn ich jetzt so eine Eigenschaft habe, eine Stored-Property, kann ich ja lesen und schreiben, kann ich jetzt hier auch schreiben. Ich probiere es mal und sage jetzt, jetzt soll der Umfang genau 10 sein. So. Okay. Funktioniert. Was ist jetzt der Radius? Ja. Hier hat er mir zwar nicht gleich einen Fehler angezeigt, aber das ist Blödsinn. Was soll er da auch machen? Radius ist noch unverändert. Wir müssen den Umfang auch erst nochmal übergeben. So. Ich hätte auch erwartet, dass wir hier schneller eine Fehlermeldung bekommen. Also, ich baue jetzt hier nochmal Z-Umfang ein und sage, dieser Z übergibt einen Umfang und der wird dann hier zugewiesen. Und jetzt gucken wir mal, was hier unten der Radius ist. Und jetzt hat er sich tatsächlich geändert. Er ist nicht mehr 2, sondern 1,59 und so weiter. Ja, wenn ich hier mit dem Set, hier rufe ich ja praktisch das Set auf. Da habe ich ja in der Zuweisung immer nur einen Wert rechts stehen. Und das ist zwar ganz schön, da weiß ich, was es sein soll, aber wahrscheinlich ist es halt doch der Umfang. Und da gibt es bei Swift eine Abkürzung, also ich kann das rausnehmen und kann eine Variable nehmen, die Swift für mich anlegt, ein Keyword New Value, und mit New Value bekomme ich dann genau das, was ich hier am Umfang zuweise. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch noch funktioniert. Wunderbar, es kommt gleich raus, das funktioniert so. Schön, wir haben ein Beispiel für eine Stored Property, die direkt was abspeichert, und eine Computed Property, die nichts abspeichert, sondern eine Sache errechnet. Zum einen errechnet für die Zuweisung, ja, Zuweisung ist hier unten, für die Zuweisung, und auch den Wert errechnet für ein Lesen. Und damit habe ich doppelte Datenhaltung vermieden. Ich habe nicht Radius und Umfang abgespeichert, sondern nur eines, und errechne dann aus dem einen immer das andere. Ja, die Syntax ist stark gewöhnungsbedürftig. Also das gebe ich zu. Das dauert eine Zeit lang, bis man das so drin hat und so schreibt. Wie gesagt, wenn man besonders von einer Sprache kommt wie Java. Aber ich muss schon sagen, mir gefällt es recht gut und es ist recht kompakt, es ist alles schön zusammen. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe für euch. Schreibt mal eine Klasse Rechteck, so wie wir das in der vorherigen Folge gemacht haben. Gibt dem Rechteck zwei Stored Properties, zwei Eigenschaften, Länge und Breite. Und dann zusätzlich eine Computed Property, Fläche. Und die Fläche soll er euch errechnen. Die soll er lesen können, aber auch schreiben. Und beim Schreiben, da greifen wir auf einen Trick. Da ist ja die Frage, was ist Länge, was ist Breite. Da soll er einfach hergehen und soll das Rechteck dann als Quadrat auslegen. Wenn ich die Fläche zuweise, soll er Breite und Länge gleich groß machen. Das ist die Aufgabe fürs nächste Mal. Ich werde dann auch wieder dazwischen ein kleines Video einblenden, wie die Lösung aussieht. Ja, und wer möchte, kann auch die Lösung schon mal vielleicht unten in die Kommentare schreiben. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die auch in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.